Ja, lieber Kasper, du bist ja schon einige Zeit bei uns im Coaching und was bringt dir denn das Coaching so bei uns? Ja, also prinzipiell kann ich eins sagen, dass es letztlich das Wichtigste ist, dass man persönliches Wachstum in der Zeit erfährt, wo ich sage, das hat ja nicht nur jetzt finanzielle Gründe, sondern auch irgendwo, dass man persönlich weiterkommt. Und das muss ich sagen, mich bringt es auf alle Fälle in der Form weiter, dass ich sage, klar, ich bin heute sicherlich über die Jahre gesehen ganz anders auch in der Persönlichkeit gewachsen und wie es so schön heißt, mit der Persönlichkeit wächst auch der Geldbeutel. Mhm. Ja, das muss ich auch dazu sagen, das sind ja auch materielle und wirtschaftliche Gründe, dass ich sage, das ist sicherlich ein erfolgreicher Weg gewesen und eine super tolle Zusammenarbeit, ne, wo du einen mit unterstützt hast die ganzen Jahre. Mhm. Kannst du so ungefähr eine Hausnummer oder eine Zahl nennen, was du für Steigerungen prozentual im Jahr hast? Ja, also es, ich würde sagen Richtung 20%. Mhm. Ja, und das ist halt irgendwo eine ganze Menge, wenn man bedenkt, wenn man das über viele Jahre macht, ne, und viele Jahre mal 20%, da gibt dann eine Vervielfachung und das ist sicherlich das Ergebnis auch, wenn man da an der Hand genommen wird. Und deswegen bin ich ja auch da, weil ich einfach immer wieder sage, gewisse Dinge weiß man ja, aber das verstehst du einfach auch gut zu coachen, dass man sagt, klar, aber diesen einfachen Dingen, ne, an denen scheitert es ja oft und wenn man da wirklich dran bleibt und das wird einen ja wieder vor Augen führt, wenn man wieder auch bei dir ist und am Tisch sitzt, ne, dass man sagt, klar, aber auch diese einfachen Dinge, die muss ich halt irgendwo immer wieder tun, ne, und deswegen bin ich froh. Ne. Okay. Es gibt ja viele Trainer am Markt, was macht denn unser Coaching anders wie bei anderen? Du hast ja auch schon alles erlebt. Ich habe sicherlich das eine oder andere erlebt, das auch durch die Teles bedingt, ne, wo man auch viele Leute kennenlernt. Aber der Unterschied ist der, und das ist ja auch dein Motto, ja. Du magst da weiter, wo andere aufhören, und das ist für mich jetzt der Schwerpunkt, weil ich einfach sage, das andere ist oft so ja, ein kurzes Anschieben, ja, so ein kurzes Motivieren, ein Tag, eine Woche, vielleicht mal einen Monat, und dann ebbt das Ganze irgendwo auch wieder ab. Und das ist so das, was dich einfach ausmacht, dass ich sage, da geht es wirklich um eine ja, lebensbegleitende Betreuung in Anführungszeichen oder um Maßnahmen, die einen auf Dauer irgendwo auch weiterbringen. Ne? Und letztlich macht es ja immer die Persönlichkeit aus. Also ich denke, was ganz wichtig ist, wenn man in ein Coaching geht, das muss einfach passen. Ne? Also es ist absolut wie in vielen Dingen, wenn ich merke, ich kann da keine Beziehung aufbauen zum Trainer, zum Coach, dann wird es mir vermutlich auch nicht wirklich was bringen. Ne? Also deswegen ist es ganz klar die Persönlichkeit und natürlich, weil bei euch fühlt man sich wie bei einer Familie, also es ist sehr, sehr eng verbunden, wir sind auch hier über die Jahre auch befreundet und das macht natürlich auch nochmal einiges aus, weil irgendwo ja, von Anfang an der Draht da war. Ne? Was waren so die wichtigsten Themen für dich? Also die wichtigsten Themen waren für mich natürlich diese ganzen Gesetzmäßigkeiten. Also man, klar, wir kennen das Gesetz der Schwerkraft, das kennt jeder. Ne? Nimm einen Stein, lass ihn fallen, der plumpst unten auf. Aber jetzt eben die Gesetze der Anziehung, ne? Oder auch das Gesetz der Resonanz, also einfach diese Dinge, wo ich sage, das bewusste Erschaffen, dieses Denken, dass das, was ich denke, auch letztlich Realität wird. Ne? Und wenn ich heute in unsere Coaching-Unterlagen reinschaue, was wir da so alles mal aufgeschrieben haben und was heute letztlich schon alles passiert ist, dann merkt man sich ganz klar, ich muss mich mit den Dingen erstmal beschäftigen, damit überhaupt das Ganze auch ins Leben geholt wird. Ne? Und das ist für viele Leute ganz selbstverständlich, wenn ich sage, ich wünsche mir da so einen Parkplatz und den finde ich auch. Ja? Und das glaubt jeder und sagt, ja stimmt, klar, aber ab einem gewissen Punkt, gerade wenn es ums Einkommen geht oder wenn es um gewisse Erfolge geht, um Ziele geht, die wo wir also sehr weit weg zu sein scheinen, dann ist es für viele plötzlich nicht mehr so easy. Ne? Und sagen, naja, wunderbar, wünsche ich mir mal 1 Million und die kommt dann nicht komisch. Ne? Weil ich denke, man muss sich das auch vorstellen können, ne? Dass ich muss mich da drin sehen. Ne? Genau, und du bist ja jemand, der recht groß denkt und auch jedes Jahr große Ziele hat und da auch größtenteils auch immer alles erreicht. Wie magst du das denn so? Ja, wie mache ich es so? Das ist wirklich schwierig, weil ich stelle ja keinen Masterplan auf, ja, dass ich sage, das ist mein Ziel und wie setze ich das jetzt ganz konkret um, sondern es ist ja das, was ich bei dir auch mitgenommen habe und auch gelernt habe und immer noch lerne,
dass ich sage, ich muss mir um das Wie gar nicht so große Gedanken machen, sondern ich muss einfach sagen, okay, das ist mein Ziel und ich muss Gründe dafür finden. Ne? Mhm. Also warum ist mir das wichtig? Also was, das Ziel und genau, warum will ich das? Richtig. Ne? Und dann habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, ist es gar nicht so entscheidend, dass ich das mit beeinflusse, wie passiert es. Ja, sondern ich sage, das Ganze nimmt seinen Lauf. Ne? Das ist oft wie so ein Navi. Ich muss jetzt wissen, wohin ich will und über welche Strecke das mich jetzt führt. Ne? Das ist jetzt ja in der Hinsicht zweitrangig. Ne? Okay, stimmt absolut. Also genau, ich muss überlegen, was, was ist mein Ziel und warum will ich das? Ja. Und dann wird sich das Wir geben. Das klingt natürlich für viele utopisch oder kann ja gar nicht sein, weil wir haben es anders gelernt. Wir müssen ja wissen genau wie. Wir müssen unser Ziel setzen, dann müssen wir jeden Tag dran arbeiten und das müssen wir genau ausplanen und so wurde es uns gelehrt. So wurde es auch mir früher gelehrt. Definitiv, ne? Das ist wirklich interessant und das ist ja auch, wenn man in diverse Unterlagen schaut, ne? Ganz klar vorgegeben für wie das auszuschauen hat. Ne? Ja. Wie, was, wann, wo, in welchem Zeitraum. Und das sind Dinge, klar, die funktionieren irgendwo auch, wenn ich mich damit natürlich auseinandersetze. Aber ich denke mal, das ist nicht, das ist dann schwieriger, wenn ich gewisse Ziele vielleicht nicht erreiche, weil ich sage, in dem Jahr habe ich das nicht geschafft, ne? Genau in dem Zeitraum. Und dann fühle ich mich vielleicht schon wieder schlecht oder vielleicht als Versager oder ich habe es nicht geschafft. Und das denke ich ist aber nicht der Hintergrund, ne? Weil manche Dinge passieren eben halt nicht vielleicht genau da, wo ich mir das vorstelle oder das will. Und das hat sicherlich auch wieder einen tieferen Grund, den ich manchmal aber sicherlich auch erst später, denke ich mal, erfahre. Ja. Das ist vollkommen richtig. Es gibt zwei Wege. Es gibt einen, das Ziel runterzubrechen und dann jeden Tag dann zu arbeiten und dann vielleicht auch 7 Tage die Woche, 14 Stunden, wenn man das mag und das schafft, das funktioniert definitiv. Ja. Und es gibt auch den zweiten Weg, wenn man gesetzte Anziehung bzw. Pareto-Prinzip, diese 20-80-Regel für sich nutzt. Und dieser Weg ist ja etwas leichter, den magst du ja. Ne? Den mache ich, wie gesagt, weil das eine ist ja das Gesetz der großen Zahl und das ist ja auch das, was in vielen Unternehmen oder Vertrieben, wie ich jetzt auch tätig bin, gelehrt wird und ja, klar, es ist immer ein gewisser Erfolg da, aber ich denke auf der anderen Seite, das kostet wahnsinnig viel Energie und das nimmt irgendwo auch ein so ein bisschen die Lust, diese Gesetzmäßigkeit der großen Zahl und deswegen habe ich mich entschieden, Gott sei Dank relativ früh, dass das nicht mein Weg ist und dass der andere Weg leichter ist, ne? Wo habe ich mehr Spaß, wo möchte ich hin, mit wem möchte ich arbeiten, was möchte ich arbeiten, also einfach um diese Dinge Gedanken machen, wo habe ich gutes Gefühl dabei und ja, dann kommt halt das eine zum anderen. Ne? Wie würdest du deinen Weg beschreiben? Ich würde das so beschreiben, dass ich mir erst natürlich mal auch Gedanken gemacht habe, was will ich überhaupt, also was habe ich für Ziele, was ist mir wichtig, wie verknüpfe ich das Ganze mit einer gewissen Leichtigkeit, also sprich, dass ich sage, es ist für mich nicht vom Gefühl her, so schön wie ich sage, ich erreiche das Ziel jetzt auf Biegen und Brechen, sondern ich komme da locker und easy hin. Ja, also, und dann eben der Spaßfaktor auch, dass ich sage, klar, ich brauche ein gewisses Erfolgserlebnis, aber ich brauche eine gewisse Leichtigkeit und eine gewisse Freude, um an die ganze Geschichte heranzugehen. Ne? Das ist so mein Weg, dass ich sage, klar, ich habe irgendwo natürlich auch meine eigenen, ja, ich sage es mal Schwerpunkte und über die mache ich mir jedes Jahr Gedanken. Das ist übrigens auch immer eine tolle Geschichte bei dir, dieses Ziele-Coaching, um immer wieder sich selber zu überprüfen, ja passt das noch. Ne? Und auch ich komme sicherlich manchmal an der Grenze, wo ich sage, naja, jetzt ist vielleicht nicht mehr so die Leichtigkeit da und das ist dann immer wieder ein Grund, dass ich mir Gedanken mache, okay, ist es dann vielleicht auch nicht mehr der Weg. Ja, muss ich das jetzt nicht komplett ändern, aber biege ich vielleicht mal nach rechts oder nach links ab. Also sprich, ist es an der Zeit, sich wieder Gedanken zu machen, muss ich was umstellen, ne? Was ändern. Genau, also vollkommen richtig, das setzt du ja um, was ich auch immer empfehle, dass man sich mindestens zweimal im Jahr 2 Tage Zeit nehmen sollte, um seine Ziele zu überprüfen. Denn im Laufe des Lebens, im Laufe der Jahre verändern sich Ziele natürlich auch. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sich zweimal im Jahr auszuklinken und zu überlegen, was will ich denn? Was will ich denn wirklich? Was macht mir Spaß? Was macht mir Freude? Und will ich den Weg so, wie er ist, weitergehen? Ein ganz wichtiger, elementar wichtiger Punkt. Ja, und darum empfehle ich auch immer, dass man sich das, diese Zeit auch nimmt. Ne? Und darum komme ich auch gerne da über mein Coaching hinaus zusammen im Jahr zu dir, weil man sagt, es ist was anderes. Ne? Wenn man sagt, ich bin hier mit anderen Menschen und das ist ja auch eine tolle Geschichte gewesen letztes Jahr im
Sommer, ne, wo man wirklich mit Gleichgesinnten am Tisch sitzt und das ganz konkret mal verfolgt und auch wirklich jeder, man sieht, wie konzentriert man eigentlich an sowas rangeht. Ne? Das ist einfach der Punkt, wo ich sage, das macht man halt nicht daheim, irgendwo mal so am Küchentisch zwischendurch. Ja, da haben wir tausend Sachen, wo man abgelenkt wird, aber wirklich da fokussiert zu arbeiten, das macht mir Spaß und da merkt man auch, und am Ende des Tages, da gibt es ein Ergebnis. Ne? Und gerade der Austausch mit Gleichgesinnten, mit Großdenkern, dann ist man natürlich auch bereit, vielleicht noch größere Gedanken zu denken. Ne? Und so machst du es ja auch. Ne? Richtig. Ja. Tausch dich aus, lässt dich inspirieren und setzt auch deine Ziele dann in großen Dimensionen. Genau. Und das ist ja das Schöne, wenn man sieht, der sagt, ich will jetzt beispielsweise da, ich bin mit 5.000 Euro glücklich, ne? Und der Nächste sagt, ich bin mit 50.000 erst glücklich. Ja. Also kommt man mal ins Überlegen und sagt dann schon, ja stimmt. Warum nicht eigentlich auch gleich mit 50.000? Ne? Das macht sicher noch mehr Spaß. Ne? Also man sieht andere Menschen, die einfach schon in größeren Dimensionen denken und auch arbeiten und auch leben. Und das ist sicherlich auch wieder immer Ansporn zum sagen, stimmt, wie machen die das eigentlich? Ne? Ja. Und da finde ich, ist das das Hauptziel auch zum sagen, wenn ich so ein Coaching mache, das möchte man mitnehmen und ich treffe ja auch Leute, und man ist ja hier in einem kleinen Kreis, in einer exklusiven Gruppe, wo ich sage, da kann man auch doch die Gespräche mal direkt führen und hat die Leute auch da vor der Flinte, möchte ich fast sagen. Genau. Natürlich auch wichtig, dass man Ziele nicht nur im materiellen Bereich setzt, sondern ganzheitlich. Die Gesundheit ist genauso wichtig, die Partnerschaft, Familie ist genauso wichtig. Also diese Ganzheitlichkeit ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und so machst du ja auch deine Zielsetzung, setzt ja immer ganzheitlich. Ne? Genau, also das ist sicherlich das A und O. Also ich denke nicht, dass das funktioniert, wenn du nur dich auf einen Schwerpunkt stürzt. Ja, weil das gibt's, da kennst du vielleicht noch mehr Beispiele wie ich, ne? Von Menschen im engeren Umkreis oder im weiteren Umkreis, wo man auch sieht, dass das so auf keinen Fall funktioniert. Ne? Oder zumindest nicht kontinuierlich funktioniert. Ne? Also punktuell bin ich mir sicher. Also ich lege mir ganze Energie hier auf einen Lebensbereich, dann sieht man schon, es funktioniert. Ne? Aber im Umkehrschluss leiden ja alle anderen Lebensbereiche und ich denke, das ist also relativ kurzfristig gedacht. Ne? Und das ist ja mitunter jetzt auch ein Schwerpunkt des Coachings bei dir, dass ich da das Gefühl habe, man bringt das alles unter ein Dach. Aber es geht ja nicht darum, dass ich jetzt mega spirituell bin und sage, ich bin jetzt der neue Dalai Lama und hocke mich irgendwo hin und alles ist gut, sondern es fließt ja schon für mich mit ein, dass ich sage, man hat also wirklich diese verschiedenen Lebensbereiche. Ne? Absolut. Es ist natürlich immer wieder, dass Leute sagen, ja zum Coaching, ja, da muss ich jetzt ja weit fahren, muss da immer so, muss ja am Tag mich ausklinken, muss da was für mich machen. Rentiert sich das für dich, wenn man sich einmal im Monat oder zweimal im Monat ausklingt und ein Coaching macht? Rentiert sich das dann? Glaubst du, dass diese Investition sich auf Dauer für dich gerechnet hat? Ich weiß, dass sich die gerechnet hat, weil das kann ich ja wirklich aus eigener Erfahrung auch jetzt berichten, dass das definitiv so ist. Aber ich weiß auch, dass es wichtig ist, dass ich mich darauf einlasse. Wenn ich natürlich sage, jetzt ich gehe in ein Coaching und sage schon, oh, jetzt muss ich ja wieder 4 Stunden fahren oder 2 oder 5. Ja, ich meine, was soll dann das Ergebnis sein? Ne? Weil dann bin ich vielleicht auch schon mal nicht so toll drauf und rege mich beim Verkehr auf und die lange Heimfahrt, ne, die jetzt schon im Kopf rumschwebt. Also das macht sicherlich keinen Sinn. Und ich weiß aber definitiv, wenn ich sage, das ist wirklich wichtig und ich denke, es gibt nichts Wichtigeres als wie die Investition in das eigene Weiterkommen, ne? In die eigene Aus- und Weiterbildung. Ja. Und wenn ich mir das nicht wert bin, sage ich jetzt mal so hart, ne? Einmal im Monat oder alle 2 Monate, ja, dann muss ich mir fragen, was ist mir da wichtiger? Ne? Vor allen Dingen ist es ja sich selber bezahlen, so, wenn man sich 1 oder 2 Tage im Monat ausklingt und was für sich tut, bezahlt man sich selbst. Also wir sollten natürlich alle anderen bezahlen, aber zuallererst uns selbst. Genau, das ist eine Investition. Genau, dann sage ich, wenn ich mir das nicht wert bin, dann sage ich, ich nehme mir die Zeit für mich selber, für alles andere habe ich ja auch Zeit, ne? Genau. 30 Tage im Monat. Ja. Und wenn ich mir das nicht wert bin, dann sage ich, ich investiere einen Tag für mich persönlich. Gut, das mag jeder andere Gründe haben, aber ich denke mal, man muss das wirklich mal machen. Ja? Und vielleicht auch nicht für einen Monat, sondern wirklich, weiß ich, wie du es anbietest, für ein halbes Jahr oder ein Jahr, nein, je länger, umso besser. Aber das kann man ja super bei dir auch testen. Ne? Richtig, ja. Dass man da wirklich sagt, okay, ich kann nicht einmal herkommen und dann erwarten, ab nächsten Monat ist alles anders. Ja? Aber man wird sicherlich sehen, wenn man das macht, dass das Ergebnisse bringt. Ja? Absolut, richtig. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal. Gerne, danke.